Freunde, Rammstein Engel Dark ist da. Ja, wieder mal ein neuer Duft von Rammstein. Es wird auch Zeit, dass ich demnächst mal die Top 20, ich weiß gar nicht, wie viele Düfte, werde ich auf jeden Fall machen. Mal meine Top 20 oder Top 17, 18 rausbringen. Das wird nicht einfach, weil das sind VIP-Düfte, wie ich sie nenne, oder Drogeriedüfte, die inzwischen ein bisschen teuer sind, die doch wirklich, wirklich gut sind. Ich muss dazu sagen, fällt mir gerade ein, nachdem ich den Satz gesagt habe, Drogeriedüfte ist im Moment ja aktuell ein bisschen schwierig. Ich glaube, der neue, den gibt es jetzt nur auf der Rammsteinseite, beziehungsweise dort habe ich ihn gekauft. Ich weiß nicht, wie das ausschaut, ob sie die jetzt noch abkaufen, weshalb, wieso, ist klar, aber ob sie es noch machen, will ich auch nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall ist jetzt der neue Rammstein Engel Dark am Start. Ja, und bevor, für alle Neuen, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Dog aus Hamburg. Der einzig wahre, doch unerreichte, aber wiedererkannte Fragrance Dog. Ja, bleibt einfach hier, drückt die Glocke, abonniert diesen Kanal. Ja, Dark, oh, the Parfüm. So, der erste Engel, muss ich sagen, ist wirklich gut gewesen. Das ist ja so eine Art Cannabis-Duft gewesen. Grün, Cannabis, bisschen moosig, schon sehr nice. Einer der besten aus der Reihe. Und jetzt kommt Rammstein Dark Engel. So, und ich habe einfach gar nicht groß gelesen. Ich habe einfach, ne, geholt den Duft und muss sagen, ich bin begeistert. Der hat eine leichte Frische, eine leichte Barbershop-Frische, die aber süßlich ist, weil hier ist Anis drin. Anis, schwarze Johannisbeere. Das alles schon mal, das reicht schon mal. Dazu die Frische, aber Anis ist geil. Das ist ein Anisduft, Anisduft und dann die schwarze Johannisbeere. Ein richtig schöner Duft. Ich kann nur sagen sogar, wow. Er ist wirklich gut geworden. Richtig guter Duft. Also er reiht sich, also den ersten Engelduft komplett ein. Also es gibt ja von den anderen, sorry, es gibt ja von den anderen auch mehrere Ableger, aber Engel gibt zwei Ableger. Ich glaube, sie sollten das auch belassen dabei. Der normale Engel ist schon richtig gut. Und jetzt hier Dark Engel. Wow. Oder Engel Dark. Richtig geil. Also der Anis kommt richtig schön, nicht synthetisch, ne? Kommt richtig schön rüber. Leichte Süße, ne? Und dann die schwarze Johannisbeere, die das Süße ja auch noch widerspiegelt. So ein bisschen dunkel. Er ist auch wirklich, es passt auch. Dark passt wirklich. Hier ist auch nichts Versautes. Es ist ein richtig schöner Duft geworden. Dazu kommt die Feige noch. Das ist geil. Feige aber nur im Background. Das ist kein Feigenduft. Das ist wirklich ein Anisduft, der auf jeden Fall Anis bleibt. Das ist die Kopfnote Anis. Und dann Kaschmir auch. Yang Yang auch. Wow, geil. Richtig schön. So, und hat eine gute Haltbarkeit, 7 Stunden. Ne, das ist jetzt aber auch immer verschieden. Und da muss man auch mal ein bisschen sehen, wie das Wetter immer ist. Aber wie gesagt, es sind VIP-Düfte immer noch. So, immer noch. Ne? Und es ist schon cool. Also, da ist richtig was Gutes wieder dabei rausgekommen. 100 ml. Und ja, gefällt mir richtig gut. Also, wie gesagt, wer Anis mag, wer das Süße macht, wer Kaschmir macht, das ist auch, was macht das so ein bisschen, ja, sauber, kuschelig, in runder oder auch samtiger im Endeffekt. Und dann, ja, es, Johannisbeere, wie gesagt, Anis, Yang Yang, das passt einfach alles. Der ganze, das ganze Zusammenspiel bei diesem Duft passt perfekt. Wie gesagt, ich will ja jetzt nicht so weit vorgreifen. Ich werde meine Top 17, 18, 20, wie viele Düfte es auch jetzt sind, zähle ja nicht mal mit, werde ich auf jeden Fall machen, vorstellen. Und ich kann nur sagen, also er wird weiter oben sein. Es ist wirklich ein richtig gelungener Duft geworden. So, und schaut gerne meine ganzen anderen Rammstein-Videos. Ich habe, glaube ich, jeden außer, wie heißt er, P, ich will das jetzt nicht aussprechen, P Dark heißt auch, glaube ich, ne? Ich werde das einblenden. Den habe ich noch nicht vorgestellt. Das ist der einzige, glaube ich, den ich vergessen habe vorzustellen. Sonst habe ich, glaube ich, jeden Duft vorgestellt. Und ja, ich werde es auch immer noch natürlich weitermachen, warum auch nicht, wenn da noch mehr kommen. Auf jeden Fall, der ist richtig gut. Wenn
Also geht gucken. Ich weiß nicht, ob der, ne, keine Ahnung. Also Rammstein-Fans werden ihn so kaufen, beziehungsweise wenn ihr ihn einfach kaufen wollt, wenn ihr die anderen auch gut findet, müsst ihr ihn aktuell, glaube ich, auf der Rammstein-Seite bestellen. Und ja, kommt der nicht drum rum. Glaube ich, im Laden steht er aktuell nicht. Flakon finde ich auch immer geil. Ich finde am Flakon gut, dass sie ja immer so, dass das immer so bleibt. Dass es immer so bleibt. Und ja, gut. Rammstein mit Dark Engel, beziehungsweise Engel Dark. Ja, so ist das. Wieder ein neuer Duft. Ich muss aber auch wirklich sagen, so langsam, das ist vielleicht an der, also Zeit ist vielleicht auch aufzuhören, weil irgendwann wird zu viel. So, wir sind jetzt wirklich bei, weiß ich nicht, die habe ich da hinten stehen, 17 Düfte, 17, 18, kommt ja auch noch Zwinger damit zu. Ich glaube, irgendwann sollte man auch noch wirklich aufhören. Oder man sollte bei 20 aufhören. Vielleicht noch, ich weiß nicht, wie viele jetzt sind, nochmal. Also man sollte bei 20 vielleicht aufhören, vielleicht noch ein, zwei rausbringen. Und ja, dann ist auch irgendwann gut. Ich denke, man hat man auch genug, würde ich mal behaupten. Und ja, alles andere, ja. Müsst ihr sehen, wie gesagt, ich bewerte hier den Duft, ne, gleich an erster Stelle und ja, mehr nicht. So Leute, das war's. Schreibt mal unter, wenn ihr ihn schon kennt, wie findet ihr ihn? Also ich finde ihn wirklich gut. Also die, wirklich diese Anis, man muss Anis mögen, das ist klar. Ne? Aber wenn man das mag, dann könnte das ein Duft für euch sein, weil der ist wirklich gut gemacht und nicht synthetisch. Er kommt, also die Qualität, die da rüberkommt, die auch auf der Haut ist, gefällt mir richtig gut bei diesem Duft. Wirklich gut. Also Leute, bis zum nächsten Mal.